Ich frag mich, wie kann ein Mensch, Lola, so viel Hass haben? Wie kannst du so viel Hass in dir haben? Ein neues Video zum Thema Temptation Island, Folge 5. Es ist ehrlich gesagt nicht so viel passiert, außer dass die Storylines wieder im Kreis drehen. Wir Drama haben um Gigi und Michelle und auch das Drama um Christina und ihren Alex ihren Lauf nimmt und was alles so in Folge 5 passiert ist, das werden wir heute besprechen. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich da bin. Es wird heute wieder eine kleine Zusammenfassung geben zu Temptation Island Folge 5. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Und ich glaube, es wird heute nicht so sehr ausführlich, weil ich das Gefühl habe, anhand dieser Notizen, die ich mir gemacht habe, dass wir uns jetzt so ein bisschen im Kreis drehen, was einfach daran liegt, dass immer wieder dieselben Problematiken aufploppen und angesprochen werden. Also irgendwie ist wirklich jede Folge so dasselbe und eigentlich ist auch nicht so viel passiert. Und das, was ich als relevant für mich empfunden habe, wurde einfach eiskalt auf nächste Woche verschoben. Wir fangen mal damit an, dass Christina so ein bisschen erklärt, warum sie immer so eskaliert. Wir alle erinnern uns, dass es in der letzten Folge eskaliert ist auf diesem Boot und dass Sandra dann auch so ein bisschen vor den anderen sagt, dass sie das nicht so cool findet und letztendlich die anderen das auch bestätigt haben. Ich war kurz davor, einfach rüber zu springen und zu schwimmen. Ja, meinst du, die haben gehört, dass sie geschrien haben? Ich habe so laut geschrien, obwohl ich heiser war. Ich habe so geschrien. Alex war der zum Schluss. Der saß da immer noch. Ich so, hat er ignoriert auf, oder was? Ich so, was machst du mit der? Ich so, steh auf. Und das zu realisieren, war schon krass. Das war schon heftig. Das ist eine krasse Situation, weil sowas gab es noch nie bei Temptation Island. Und die nehmen jetzt immer dieselbe Person, weil die mich triggert. Weil die halt, wenn mein Freund so ist, und das Leben, wenn ich das sehe, das tut mir weh. Also das Problem ist bei mir, wenn ich emotional bin, übertreibe ich meine Lage manchmal. Und deswegen sage ich auch manchmal zu den anderen, wenn ich übertreibe, dann sagt es bitte, damit ich mich ein bisschen beherrsche. Aber ich kann in manchen Situationen mich einfach nicht beherrschen, das ist der Punkt. Einmal habe ich von Christina was gehört und habe ich gesagt, hey, beleidige die nicht. Weil ja. Sorry, aber die kann nichts dafür. Ja, sie hat gesagt, ich fick dich dann auch oder so. Und ich dachte mir so, ich bin komplett auf dem falschen Boot. In dem Moment ist sie, ja. Ja, aber finde ich nicht okay. Vor allen Dingen ich habe ihr jetzt nichts getan. Nicht, ich habe noch weniger da. So ich kann noch da. Weniger dafür, dass sie er gerade da sitzt. Weil sie ist in ihrem Tunnel ja, drin. Dann soll sie denken. Ich finde ja den Sachverhalt an sich schon immer so ein bisschen komisch, wenn man einfach immer rechtfertigen muss, warum man so eskaliert, weil ich finde, in dem Moment, wo man in eine Rechtfertigung geht, bestätigt man ja dadurch eigentlich, dass man selber dieses Verhalten vielleicht ein bisschen problematisch findet oder auch nicht, aber anders macht ja eine Rechtfertigung keinen Sinn. Keine Ahnung, ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht so gefühlt und wir alle sind uns einig, dass es irgendwie immer so ein bisschen drüber ist, aber ich glaube, das wird sich auch nicht groß verändern, weil, wie wir ja schon gesehen haben, ist es so, dass sich die Geschichte zwischen Alex und seiner Verführerin immer schon so ein bisschen mehr entwickelt, dass er auch einfach sagt, dass da wirklich eine sehr enge Verbindung da ist, was mich, naja gut, wie lange sind die da jetzt? Sind wir bei Folge 15? Sind sie knapp eine Woche da, ne? Und keine Ahnung, also ich habe da schon so ein bisschen das Gefühl, dass das ganze Ding in die Hose gehen könnte, weil Christina ist ja sowieso schon sehr getriggert, wenn sie einfach nur ihn sieht mit ihr oder da irgendwelche Bilder bekommt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung das gehen könnte. Und bin auch dann doch verwundert, dass Alex irgendwie zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass er Temptation Island deutlich unterschätzt hat und das Ganze eigentlich krasser ist, als er dachte. Wahrscheinlich versteht sie etwas falsch oder deutet etwas übertrieben falsch. Das ist schon eine eklige Situation. Das waren ja die Äußerungen, die sie ja auch ohnehin so gemacht hat, so gegenüber den anderen Frauen dort. Dass das bei mir dann auch der Fall war, war ja klar. Nicht akzeptabel, aber es war klar. Jetzt die Frage, ob sie das auch, ob sie sich mir gegenüber so äußert. Meine Befürchtung war, dass sie sich halt so vulgär ausdrücken wird. Und es wurde übertroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so wenig Selbstkontrolle hat und so quasi sich nach außen präsentiert und mich damit auch mit in den Dreck zieht. Deswegen will ich Klarheit.
wissen, was sie gesagt hat. Ich gönn's dir, dass du auf jeden Fall Bilder oder Videos oder was auch immer so irgendwas zu sehen oder hören bekommst. Wär schon hart, wenn nicht. Katastrophe. Ich habe auf jeden Fall Temptation unterschätzt. Ich dachte, ich komme hier, mach zwei Wochen ein bisschen Party, sonne mich, lerne neue Leute kennen und der Treue-Test bestanden. Und es stärkt die Beziehung und wir machen weiter da, wo wir aufgehört haben. Aber aktuell ist alles in Frage. Und das hätte ich nicht gedacht. Aber glaubst du, sie hat es auch unterschätzt? Weil sie kennt sie ja eigentlich. Also sie war ja schon mal hier und sie hatte ja auch eine negative Erfahrung. Ist ja natürlich auch schon krass zu sagen, okay, man macht es dann nochmal mit dem neuen Partner irgendwann später. Sie wurde jetzt mehrere Jahre in Folge angefragt. Und es war immer ein systematisches Nein, auf gar keinen Fall. Weil sie Angst hatte, dass die Beziehung hier zerbricht. Ich dachte mir, okay, lass uns doch diese Chance nutzen, Klarheit zu schaffen. Weil ich möchte auch, wenn es nicht klappt, keine weitere Zeit verschwenden. Sie ist 30, sie hat noch 5-6 Jahre, damit, wo sie halt risikofreie Kinder kriegen kann. Wenn ich jetzt nicht der Richtige sein sollte, hat sie noch 5-6 Jahre Zeit, den Richtigen kennenzulernen. Und ich möchte ihr ihre Zeit, ihre letzten Jahre, wo sie halt noch gesund Kinder in die Welt setzen kann, nicht klauen. Bauchstark. Können wir die Zeit sparen, die Energie, ja. Die brauche ich für mich. Ja. Wenn etwas nicht passt, dann wird die Beziehung beendet. Und dann kann jeder machen, was er möchte als Single. Ich werde Christina nicht bloßstellen, hintergehen. Sie hat das schon einmal erlitten. Ich bin nicht der, der das Gleiche macht wie der Ex-Freund, auf gar keinen Fall. Ja. Also fangen wir mal mit dem Positiven an, Freunde. Ja, generell finde ich das sehr schön, dass er sagt, er möchte ihr nicht die letzten Jahre nehmen, wo sie auf natürlichem Wege ein Kind bekommen kann. Ich weiß, wir hatten in der letzten Zeit schon mal die Diskussion oder besser gesagt die Frage im Raum, ob Christina überhaupt ein Kind haben will. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil sonst würde er diese Thematik nicht immer von sich aus ansprechen. Was ich immer in dieser ganzen Argumentation nicht verstehe, und das beziehe ich jetzt gar nicht nur auf ihn, sondern das beziehe ich auf die Gesamtsituation, ist halt einfach so der Fakt, dass man sagt, ja, wir möchten herausfinden, ob diese Liebe noch irgendwie einen Sinn hat oder ob diese Beziehung irgendwie einen Sinn hat. Und dann denke ich mir, das muss man ja nicht rausfinden, indem man in so eine Show geht. Also das kann man auch einfach im Face-to-Face-Gespräch rausfinden. Also was möchtest du vom Leben? Was erwartest du vom Leben? Was stört dich an deiner Partnerin oder was stört dich an deinem Partner? Wohin soll der Weg gehen? Wo gibt es Überschneidungen? Wo gibt es vielleicht keine Überschneidungen? Also das ist für mich immer alles so, weiß ich nicht, so ein ganz billiges Argument, weil ich mir so denke, Leute, ihr werdet dafür finanziell entlohnt. Das ist ein Grund. Und ihr bekommt dadurch im besten Fall Reichweite, ja, wodurch ihr noch mehr Geld machen könnt. Und als Paar hast du ja auch einfach nicht so viele andere Optionen, in ein anderes Format zu gehen. Maximal das Sommerhaus der Stars, also insofern ist das für mich immer, wo ich mir so denke, ja, also um seine Liebe zu testen und rauszufinden, ob die Partnerschaft funktioniert, muss ich ja nun wirklich nicht in so ein Format gehen. Aber klar, man muss sich die Dinge ja auch schönreden. Was habe ich mir noch so aufgeschrieben? Ja, dass Sandra wirklich auch immer noch mal betont, dass sie schon sehr sauer ist, wie Christina immer mit problematischen Situationen umgeht und dass sie ja auch wirklich persönlich mit Worten angegriffen hat, dass da auch wirklich eine Wortdrohung dabei war, dass Christina noch nicht auf sie zugegangen ist. Und ich habe das Gefühl, wenn wir auch an die Story denken, vor ein paar Wochen, dass es auf jeden Fall zwischen Christina und Sandra, nach dem, was Sandra dann so gesagt hat, auf jeden Fall noch deutlich eskalieren wird in dieser Staffel. Christina war ja auf dem Boot, leider so ein bisschen miese Stimmung, weil sie ja extrem ausgerastet ist. Immer dieselbe. Da immer dieselbe, Sie kann nichts dafür. Ich finde, die Single-Frauen drüben sind da, um unsere Freunde zu testen. Deswegen danke dafür, weil nur so können wir halt wissen, ob unser Freund drauf anspringt oder halt nicht. So wie wir ja hier mit den Männern auch. Und deswegen muss ich sie nicht beleidigen. Ich glaube, sie war ja relativ so, diese lass deine Hände von meinem Freund und sowas. Dieses Brollige, das kann eventuell kommen, das, weil das mag ja ihr Freund nicht. Ja, ich würde eher sagen, dass der Alex das von ihr dann sieht. Das kann sein. Weil dann distanziert er sich ja noch mehr von ihr. Wenn er dann da ein Mädel kennenlernt, die nicht beleidigt, weißt du, die muss ja nur sagen, ja, ich bin nicht so eine Person, die beleidigt. Ne? Ja. Das Beste, eigentlich reicht das ja schon fast. Genau. Es ist total easy bei sowas. In der Situation, wenn du jemanden vermisst und liebst, dann schreist du doch nicht jemanden da an.
Aber ich finde es auch, noch hat sie mich nicht angesprochen. Ich muss schauen, ob ich mit ihr dann spreche. Weil sie mich ja dann auch blöd angemacht hat von der Seite, weißt du? Aber denkst du, die hat es so gemeint? Oder war in dem Moment einfach, fickt euch alle und jeden? Ist mir eigentlich scheißegal, weil ich finde das nicht in Ordnung. Ich bin ja da auch mit auf dem Boot, weißt du? Mein Freund sitzt da ja auch mit einer anderen. Ja, das stimmt. Ist ja nicht so, als ob es jetzt nur sie betrifft. Und dann auf einmal zu mir sagen, ja, sonst fick ich dich auch. Oder wie sie redet, sorry, aber wer bist du? Wo ich mir denke, deine Art gerade ist mir als Frau gegenüber ja sehr, sehr schlimm, weil ich habe dir nichts getan. Ich habe noch nicht mal die Frau, die Single-Frau in Schutz genommen, sondern halt nur gesagt, sie soll sie doch nicht so bitte beleidigen. Ja. Ist schon was Wahres dran. Bis jetzt kam Christina nicht zu mir und ich muss schauen, ob ich die Situation finde, halt das anzusprechen, um das zu klären. Weil wir haben genug Probleme mit unseren Freunden im Kopf, da will ich jetzt noch nicht auch noch Probleme hier mit den Mädels haben. Dann geht's zum Lagerfeuer. Das Einzige, was ich als ein bisschen interessant fand, war das Drama bei Gigi und Michelle. Also auch da muss ich natürlich sagen, drehen sich die Geschichten immer im Kreis. Von allen anderen kommen vielleicht noch relevante Bilder, gerade so von Christina und Alex, das haben wir einfach noch nicht bekommen. Und keine Ahnung, es gab ein paar skurrile Situationen, weil Gigi nicht auseinanderhalten kann, was sexy und was sexistisch ist. Ganz schwierig. Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob er das jetzt nur gespielt hat oder ob er das wirklich nicht weiß. Und ja, die Bilder, die die beiden immer voneinander bekommen, sind letztendlich eigentlich nicht so krasse Bilder bezogen auf andere Personen, ne? Da ist ja nicht so viel passiert, aber es gibt halt immer Bilder, wo diejenigen dann sehen, wie der Partner über den jeweils anderen spricht. Und das war im Fall von Michelle auf jeden Fall schon ja, auch deutlich unangenehm. Mama. So, das sieht so toll aus. Kühlei ist sexistisch mein Typ von Level. Ist sie echt Number One, so, was sexistisch angeht? Ja, ich glaube, er versteht nicht, was sexistisch bedeutet. Nee. Michelle ist viel zu verwöhnt. Sie ist in eine Prinzessinnenwelt aufgewachsen. Und jetzt? Weil die hat Geld immer in den Arsch geschoben. Ich weiß, was Arbeiten heißt. Ich weiß, was heißt, um 5 Uhr aufstehen, um 17 Uhr zurück. Ich schlafe bis 15 Uhr. Schon mit 13 hast du Weltreise gemacht. Die kennen sowas nicht. Das ist Luxus gehört. Und deswegen bist du schuld, oder was? Extrem. Michelle kam die ersten Tage zu mir, gleich alles offen, wo mir die halbe Titte rausgeht. Ich habe zu der gesagt, ich so, ey, das kannst du hier nicht machen. Doch, kann es. Wir sind eine süditalienische Familie. Mein Vater schmeißt dich raus, deckt deine Brüste. Das ist eine Respektsache. Die Frage, die Michelle sich da gestellt hat, die kann ich ehrlich gesagt auch einfach nur zurückstellen, so warum das Ganze. Also das verstehe ich immer generell nicht, wenn man irgendwie miteinander nicht so happy ist. Warum macht man das Ganze? Also auch genauso, Alex hatte so eine Sache irgendwie gesagt, so nach dem Motto, ja, wenn ich glücklich wäre, dann wäre ich doch nicht hier. Ja, das stimmt irgendwie, aber wenn du nicht glücklich bist, warum führst du dann diese Beziehung und warum gehst du dann in dieses Format? Also das sind alles so Aussagen, wo ich mir so denke, verstehe ich gar nicht. Und dann das einzig Relevante war noch, dass man die Bilder gesehen hat, die Gigi bekommen hat. Da wussten wir ja schon ungefähr, was kommt. Das ist ja dann auch immer nur so eine Doppelung von dem, was wir schon in der letzten Folge gesehen haben. Ne? Dass Michelle dann halt so sagt, er ist nicht so selbstständig und dass er das nicht so cool findet, was er da zu sehen bekommt, kann ich anhand der Bilder natürlich auch nachvollziehen. Kommt der nicht alleine klar? Weiß ich nicht. Wische seine Wäsche, so Sachen. Das macht alles seine Mama für ihn. Der hat mir einen Zahnarzttermin ausgemacht oder solche Sachen. Er ist schon sehr unselbstständig und das nervt mich auch extrem an ihm. Das habe ich ihm schon 8000 Mal gesagt. Was nervt ihn nicht an mir? Ich habe keinen Bock, wenn ich mit ihm jetzt theoretisch zusammenziehen würde, dass er die Rolle von seiner Mutter übernehmen muss. Ich frage mich, wie kann ein Mensch, Lola, so viel Hass haben? Wie kannst du so viel Hass in dir haben? Ich fühle mich schon schlecht, weil irgendwie denke ich mir, boah, habe ich dir diesen Hass gegeben? Bin ich so furchtbar oder was? Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Folge jetzt nicht so spektakulär fand. Ich bin auch immer nicht so ein Fan davon, wenn man diese Lagerfeuer aufsplittet, weil klar, das dient halt einfach nur dazu, dass man am Ende sagt, so ja, okay, ich gucke mir jetzt unbedingt die nächste Folge an, ich will wissen, wie es weitergeht. Für mich ist auch das größte Highlight, was passiert nächste Folge, was wird Christina sehen, was wird Alex sehen, wir können uns natürlich alle denken, was sie sehen werden, aber
Inwiefern wird es da wieder abgehen? Das ist so der eigentliche Hoffnungsschimmer, für mich jedenfalls. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dieser Folge zu sagen habt. Vielleicht fandet ihr sie auch wirklich mega geil und sagt, Ramon, du hast aber einen ganz wichtigen Aspekt gar nicht aufgegriffen. Wenn das so sein sollte, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Und dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf euer Feedback. Verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.